Where's Richard? Ah! What is he doing? What are you trying to do now? No! But... that's impossible! He's draining out the Vulcanus Creus! According to our instruments, there's nothing left! What do we do? I find the sight of your face utterly disgusting. As long as you exist, we can never know peace. We will settle this someday. So prepare yourself. Wait! Sophie, what's wrong? No. Richard. Richard is my friend. I can't do it. It will make everyone so sad. Sophie, get a hold of yourself. I'm all right now. Asbel, about Richard. If we don't stop him soon, something bad will happen. But Richard is our friend. So it's wrong to fight him. And yet, I tried to attack him. I'm sorry. Sophie, we all feel bad about it. We need to know why he's doing these things before we fight him. It's so strange. I don't understand what happened. How was King Richard capable of such a feat? Well, I'm sorry, guys. Even I don't know what to do now. But this is terrible. What will happen to our nation without the Vulcanus Creus? Asbel, what are you going to tell the president? I'm going to tell him the truth. I think that's all we can do now. Richard looked the same. He looked just like he did when we fought in Launt. What's happened to him? Asbel, will Richard always be like he is now? I sure hope not. No, I refuse to believe that. Come on, let's go back to see the president. There's nothing more to do here now. Okay. Ja, man hat's gerade gesehen. Richard taucht einfach auf und entzieht dem Vulcanus einfach das ganze Kryos. Und somit ist jetzt da nichts mehr. Also ich weiß selbst nicht, was passiert ist. Also wie er das tun konnte. Man scheint wirklich eine ziemlich fiese Macht in ihn zu sein, die einfach das Kryos aussaugt aus den ganzen Steinen. Aber es hat auch so gewirkt, als ob er dadurch wesentlich stärker geworden ist. Das macht das Ganze natürlich umso schwieriger. Also irgendwann mal gegen ihn zu fighten, weil er war schon stark und wenn er halt jetzt noch stärker wird, dann weiß ich wirklich nicht, wie wir ihn aufhalten sollen. Schauen wir mal, vielleicht ist jetzt wieder... Ja, ist jetzt der Zugang zu der Truhe frei, weil es sollte ja kein Wasser mehr geben. Da ist noch eine Truhe. No escape.
Das bringt nichts. Moment, ich muss die Arte nochmal tauschen. Bei Espel. Donnerbeben lasse ich mal drin. Blitz geht aber raus für... Was nehmen wir denn? Den Schockwellenhieb. Genau. Wow, Gegner bekommen Elitschub, aber hat nichts mehr gebracht. Genau, jetzt können wir sogar zwei Truhen holen. Einmal die hier unten. Buch der Verdopplung. Dieses Zauberbuch gewährt zwei Objekte statt eins, wenn der Elite-Mixer... Ah, okay. Aber ich frage mich, muss ich die Bücher lesen? Oder sind die wirklich... Tun sie jetzt schon, was sie tun? Ich weiß es nicht. Meistertun... Ah, okay, gibt FP. Aha. Edeltrank, alles klar. Lavendel. Ein Heilkraut, das den physischen Angriff einer Figur um 2 steigert. Das haben wir zweimal. Physischer Angriff wäre Sophie und Espel. Ich würde sagen, Espel kriegt es auf jeden Fall drauf. Moment, den Mixer mal anschauen. Können wir noch was hinzufügen? Da ist er schon... Da, der ist schon voll. Okay. Dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Gehen wir direkt hier runter. So, nehmen wir, weil wir werden ja eh nicht mehr wiederkommen. Gibt es noch einen Weg? Nein. Okay, also jetzt auf jeden Fall wieder zurück und zum Präsidenten nehme ich an. Zielort Juliberte. Das heißt, gemütlich den ganzen Weg zurück joggen. Und gegebenenfalls eben Gegner ausweichen, damit nicht noch mehr Zeit hier gelassen wird. Aber wie gesagt, das Training... Also wenn ich wirklich, wenn es an Erfahrung mangeln sollte, werde ich das Training auf jeden Fall irgendwann mal nachholen bei irgendwelchen Gegnern an irgendeinem Ort. Wenn es mal sein muss. Aber im Moment sieht es nicht so aus. Also wir sind eigentlich gut ausgerüstet, machen sehr viel Schaden, halten einiges aus. Ich meine gut, hier und da stirbt halt mal der eine oder andere. Aber das ist normal. Verdammt. Dachte, ich hätte abbiegen müssen. Musste ich nicht. Dann gehen wir auf jeden Fall hier weiter. Und jetzt nur noch nach unten. Genau. So, das war's. Dann sind wir jetzt hier auf jeden Fall fertig. Und jetzt den ganzen Weg zurück. Ja, ich bin mal gespannt, was der Präsident dazu sagt, wenn er herausfindet, was Richard da vorhat. Beziehungsweise nicht, was er vorhat, sondern eigentlich, was Richard getan hat. Weil ich glaube, niemand weiß, was er plant oder wann er mal wirklich einen Angriff startet. Weil er hätte gerade eben, ich denke mal schon, dass er hätte fighten können und er hätte wahrscheinlich sogar gewonnen. Aber aus irgendeinem Grund hat er es gelassen. Und ich weiß nicht, wieso. Wobei er wirklich viel besser dasteht als wir. Also ganz komisch war die Aktion eben. Juliberte dürfte nicht mehr allzu weit sein. Ja, der Präsident wird, denke ich mal, nicht sehr erfreut sein, dass das ganze Kryas jetzt weg ist, weil die Stadt, beziehungsweise wie es auch gesagt wurde, das Land kann so nicht weiterleben. Sind aber keine guten Aussichten, weil das würde dann im Endeffekt bedeuten, dass Hubert doch wieder zurück soll und nicht in Lorne bleiben darf. Es sei denn, wir haben jetzt irgendeine brillante Idee und sagen ihm, hier hör mal, wir machen das und dafür bleibt Hubert noch länger in Lorne. Bin ich mal gespannt, wird wahrscheinlich jetzt eine längere Konversation. Und eine kleine Auseinandersetzung eventuell, es sei denn, der Präsident ist gnädig. So, wir versuchen mal unser Glück. Hubert, what are you doing here? The situation has changed.
Windor has pulled her armies out of Lant and stationed them in Barona. More on that in a moment. Let's hear your report. Well, you see, King Richard appeared at Duplamar, and then he, Did he absorb all the Eleth from the Valkanus Kreis? How did you know? It's the reason why Windor's army pulled back. King Richard absorbed the energy from the Valkanus Kreis in Barona and then vanished. Apparently, the capital is in chaos. We have no idea why or how King Richard would do such a thing. Regardless, we cannot stand idly by. The time has come for action. There are two issues. First, we must deal with the loss of our Valkanus Kreis. Second, we must find King Richard and ascertain his ultimate goal. This new development is a threat to all nations, and we must put aside petty international squabbles. As two of the Valkanus have been drained, we must assume he will target the third as well. That means he's likely headed for Fendel. Asbel, I must ask of you a great favor. Will you take up the pursuit of King Richard? Does that mean you're sending me to Fendel? Your friend knows about Valkanus, and you know the king. I can think of no better people for the job. Please know we will support you with every resource at our disposal. Very well, Mr. President. We have our own concern about both the Valkanus and the king, so we accept your proposal. Hubert, I want you to accompany Asbel. But sir... Mr. President, Lant will be lost without Hubert. If I allow you to choose the next governor, will that put your mind at ease? I understand you might have concerns about who I would nominate, and I would want your mind clear and focused for the upcoming investigation. Well, Asbel Lant, do you find my terms acceptable? Yes, Mr. President. Thank you very much. I merely made a decision in our country's best interest. Well then, enough talk. Asbel, Hubert, all of you, good luck. Hubert is coming with us? It's an order. I have to come. Still, I'm a bit uneasy about the arrangement. Uneasy? Have you had any trouble dealing with these people, Sophie? No. Except for being eaten by the Rakugan. Wait, what? But your pepper charm made it sneeze, and we got out. Yeah, your charm saved the day, Hubert. Thanks. It's a coincidence, nothing more. Besides, you gave me that charm, remember? I didn't need it anymore, so I gave it back, that's all. It was still pretty incredible. It was kind of like having you save us yourself. How can my older brother still be so naive? It's things like that which make me uncomfortable about this journey. I guess you'll just have to keep them out of trouble. Welcome to the party, little bro! Oh, all right, all right. We'll work together. So it shall be, Asbel. Thank you. How should we enter Fendel, Mr. President? Take a boat out to Warrior's Roost, then secure passage from there. What's Warrior's Roost? It's a small island set apart from the other three countries. It functions as an autonomous district. Come. We can reach the port via the city's north gate. Still? After all this, we still don't have enough? Do we still need more power? So that you and I
can achieve our goals? Who are you? At this rate, I might hurt Asbel and Sophie. No! They haven't betrayed me! They're my friends! Friends! Wow. Also Richard voll am Durchdrehen. Ja. Hubert ist jetzt auch bei uns. Level 28. Ist die Frage, ob ich die Teamaufstellung ändern soll deswegen. Aber ich bin eigentlich so, wie es jetzt aussieht, ganz zufrieden. Also Espel, Sophie, Chiria, Malik. Wenn überhaupt, wäre ich dafür, Malik rauszunehmen. Aber ich glaube, ich lasse es wirklich so. Also ich belasse es mal bei dem Ganzen. Also wir müssen aus dem Nordtor raus und Richtung Kriegerrast. Das Nordtor müsste genau gegenüber sein, also jetzt hier unten nach rechts. Und von dort aus nach Fendel, denn dort befindet sich der dritte Kryos, den Richard höchstwahrscheinlich aufsuchen wird. Und er darf ihn natürlich nicht erreichen. Ist hier noch irgendwas? Nein. Okay, jetzt müssen wir einen Hafen finden und von dort aus einem Schiff zu Kriegerrast. Kriegerrast ist eine, wie wir gehört haben, unabhängige Insel. Hier ist ein Speicherpunkt, deswegen würde ich sagen, speichere ich hier auf jeden Fall. Bedanke mich bei euch fürs Zusehen und mache hier erstmal einen Schnitt. Und beim nächsten Mal begeben wir uns auf Richtung Kriegerrast. Haut rein!